Fantastic. Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten und eventuell vorerst letzten Folge Magic Rush Heroes. Wir wollen uns nochmal ein bisschen mit dem Spiel beschäftigen. Ich bin mittlerweile schon einiges an Leveln gestiegen. Es hat echt schon ein bisschen gedauert. Level 21 bin ich. Ich weiß, das ist noch nicht ganz so hoch vielleicht, aber es hat auf jeden Fall schon seine Zeit gedauert. Und ich habe auch die Helden schon ganz gut gelevelt. Und wir wollen einfach mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich werde nochmal in die Kampagne gehen. Wir können mittlerweile auch schon ein paar andere Sachen machen. Ich kann mittlerweile schon auf Legende spielen. Und das wollen wir doch sofort mal austesten, während wir noch ein bisschen Heldenexperten. Wie gesagt, zwischendurch habe ich immer noch leider ein paar Probleme mit Bluestacks. Also verzeiht mir, wenn das nicht ganz funktioniert. Kommen wir leveln erstmal hier die Kollegen. Was ist denn hier Mittleres? Können wir noch ein bisschen mehr? Ja, guck mal, das geht richtig ab. So, die sind voll, der ist voll. Wir ballern mal eben noch die letzten XP-Elixier in die Helden rein, damit wir hier direkt voll durchstarten können. Level 25 jetzt alle. Das sieht auch ganz gut aus. Und dann können wir gleich mal gucken. Gucken. Hier passt alles. Naja, hier können wir jetzt gerade nichts mehr machen. Anhalt gebunden. Okay, so. Dann wollen wir mal starten, würde ich sagen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das jetzt hier aussieht auf Legende. Wir haben jetzt einen neuen Helden dabei. Das ist dieser Kollege hier. Macht er auch noch ein paar verschiedene Sachen, das können wir uns gleich anschauen. Der kann sowohl die Gegner als auch die eigenen Leute quasi unterstützen, beziehungsweise die Gegner schaden und die eigenen Leute unterstützen. Und wir gehen einfach mal rein ins Spiel. Ich habe jetzt rausgefunden, man kann das auch auf Auto laufen, das ist ja mittlerweile auch doppelte Geschwindigkeit, aber auf Auto passiert das schon mal ein bisschen Fuckel. Das ist nicht immer ganz so gut, deswegen spiele ich lieber selber, aber ich mache auch jetzt die doppelte Geschwindigkeit aus, sonst verliere ich den Überblick. Noch am Anfang geht es ja. Und wir sind jetzt gleich. Ah, Schlacht komplett. Oh, wir haben schon. Nee, das war's schon? Das war ja nur eine Runde, Kollegas. Aber gut, ja, umso besser. Umso besser. Nein, wir wollen das natürlich nicht großartig bei Facebook verbreiten. Jetzt, leider gab es immer noch ein paar Probleme mit der Allianz. Ein paar Leute haben die Allianz irgendwie nicht gefunden. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Einige sind aber drin, von daher. Generell funktioniert es. Was jetzt, wo genau der Haken ist, weiß ich nicht. Es scheint aber generell zu funktionieren, bei ein paar Leuten halt nicht. Aber müsst ihr halt probieren. Wenn ihr euch das Spiel runterladet, wie gesagt, der Link ist ja in der Beschreibung, dann könnt ihr halt gucken. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es. Ich töte 15 Monster. Ach, so war das gemeint. Da hat man gar nicht die rundenbasierte Sache, sondern man muss einfach eine bestimmte Anzahl töten. Ist ja auch nicht verkehrt. Dann spart man sich dieses ewige Weitergelaufe. Justice. So, die sind natürlich jetzt alle schon relativ stark mittlerweile. Hier kann ich jetzt auswählen. Ich kann jetzt zwischen meinen eigenen Leuten wählen. Ich will jetzt mal sie aus, weil sie noch relativ wenig Leben hat. Aber das hat auch nicht so viel gebracht irgendwie. Boah. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier ein bisschen das hinkriegen, die ganzen Monster zu killen. 11 sind tot. Aber wir haben auch schon einen verloren. Boah, bevor sie stirbt, nochmal eben was raushauen. Aber ich denke, jetzt mit dem nächsten werden wir es auf jeden Fall schaffen. Jetzt ist sie auch schon tot, die Panzerdame. Und unser Elektrokollege kriegt noch ein bisschen was ab. Und dann haben wir es jetzt doch gleich schon. Oh, das wird aber diesmal echt knapp. Ich schieße mal auf ihn da hinten, den hier vorne kriegen wir so kaputt. Oh, schießt den jetzt kaputt? Das gibt's doch nicht. Wie lange lebt denn der noch? So, 14 und einen noch. 3 gegen 1. Das muss doch klappen, Kollegen. Das muss klappen. Das ist auch so ein Eichhörnchen-Typ. Oh, der hat die beiden natürlich jetzt kaputt gemacht. Aber... oh, Special Attack auf meinen. Und die kriegt er zurück. Und dann ist er down, denke ich. Batz. Jawohl, der ist down. 300. Nee, was sag ich? 300. 15 Monster haben wir gekillt. Das funktioniert auf jeden Fall. So. Weiter. Komm schon. Boah, ich muss mal einmal Kopfhörer abtun. Das ist ein bisschen sehr laut, der Sound. Ja. So, 1.4 kann jetzt erhalten. Neue Runen haben wir bekommen. Mal gucken, ob wir die schon irgendwo unterbringen können. Ausrüsten. Das war's. Ja, hier geht auch noch was. Bei Marilyn. Merlin, okay. Ausrüsten. Power plus 7. Können wir noch was machen? Nein. Fähigkeiten. Na, guck mal, hier können wir ihm noch ein bisschen was geben. Es ist ein bisschen, muss ich natürlich hier ein bisschen, mittlerweile habe ich es ganz gut raus, was man wo machen kann, aber es, wie gesagt, es geht halt überall, kann man die Fähigkeiten noch verbessern und so weiter und so fort. Da muss man halt einmal ein bisschen durchsteigen, aber ich gebe mein Bestes, euch das zu zeigen.
Ich muss mal ganz kurz ein paar Dinger besorgen, damit wir auch hier euch ein bisschen was von der ganzen Nummer ordentlich zeigen können. Dann können wir die ganzen Fähigkeiten der Helden noch einen Ticken ausbessern. Und wir werden hier gleich nochmal, ich würde ganz gerne nochmal eine Tower Defense Aktion starten. Da muss ich aber mal ganz kurz gucken, wo wir die sonst finden. Quest haben wir auch noch geschafft. Erhalte einen Prize und dann gehen wir nochmal zurück. Haben wir denn gar keine? Hier gibt es noch keine Tower Defense leider. Da müssen wir erst noch den hier machen. Ich hoffe mal, hier nachkommt eine. Falls wir das überhaupt schaffen jetzt, diese Runde. Das ist natürlich auch immer so eine Frage, je nachdem, wie stark die Gegner dann sind. Aber das wird sich, denke ich, im Laufe des Spiels zeigen. So, lassen wir die erstmal alle ein bisschen rödeln und sich ein paar... Boah, Alter, was war das denn? Das haben wir gerade richtig auf den Arsch bekommen schon. Sie ist schon kaputt, da müssen wir mal alle ein bisschen heilen jetzt. Oi. Alter Vater, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Die erste schon tot? Oh Leute, ich glaube, ich kriege hier gerade schwer auf die Mütze. Zweite ist schon tot. The Big One. Mach ihn kaputt. Batz, der hat da oben schon mal gut aufgeräumt. Alter, ich glaube, dieses Mal wird es kritisch. Kritisch. Halleluja. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, ob wir das noch schaffen. Ah, getötete Monster 6 von 25 und wir haben noch 2. Ja, Leute, das wird nichts. Dieses Mal werden wir die Runde nicht packen, gehe ich mal ganz stark von aus. Die beiden sind kaputt. Er lebt jetzt noch. Jetzt kommen die von hinten. Ja, ist klar. Okay, also jetzt müssen wir wirklich erst gucken, dass wir ein bisschen stärker werden. Das wird so nichts werden. Wir haben jetzt gerade mal 10 Monster getötet und sind kaputt. Naja. Das war nix. Das war nix. Da müssen wir mal gucken. Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen schwierig gewesen jetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal lieber zur Elite und machen da ein Tower Defense Spielchen. Also nicht, die habe ich alle schon. Habe ich die jetzt alle schon gemacht? Dann müssen wir erst hier noch eins machen. Aber das müsste doch zu schaffen sein. Das ist natürlich, wie gesagt, je schwerer das wird, oder, ja, muss man natürlich immer ein bisschen einschätzen, wie das mit den Helden jetzt läuft. Das muss man halt immer probieren. Jetzt klappt es. Ich denke, vielleicht macht es mehr Sinn, erstmal alle anderen durchzuspielen. Ich wollte halt bei Elite, bei Legende euch schon mal ein bisschen was zeigen. Aber vielleicht müssen wir wirklich hier erst durchspielen, damit wir da genug Power haben in den Helden, um das auch wirklich hinzubekommen. Das wäre wahrscheinlich, war das jetzt gerade so ein bisschen, als würde man rushen. Sich natürlich zu viel zumuten am Anfang, zu viel zutrauen am Anfang. Aber das wollen wir natürlich nicht probieren. Jetzt machen wir einfach mal hier weiter. Diesmal müssten wir das auf jeden Fall easy packen. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Hier geht es ja einfach nur darum, ein bisschen... die Gegner rundenweise zu zerstören. Und das klappt, wie ihr seht, ganz gut. Unsere Kollegen sind noch quasi nicht beschädigt, außer die erste so ein bisschen. Da können wir aber gleich vielleicht mal eine Runde heilen. Die können wir jetzt erstmal zünden. Und das klappt also jetzt hier schon bedeutend besser als gerade. Ihr seht es jetzt, also hier ist jetzt kaum irgendwie Probleme. Jetzt machen wir mal Flächenschaden in die Mitte. Hier kommt der Big One. Und dann rappelt das schon ganz ordentlich. Und, Alter, komm, Schatztruhen ohne Ende. Man kriegt da natürlich jetzt auch immer mehr Zeug und immer mehr XP und so weiter. Deswegen konnte ich die Helden auch schon ganz gut verbessern. Und easy geschafft. Boah, ich bin ein bisschen, ich hab grad schon mit Fred eine Runde Minecraft aufgenommen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen schon am Durchdrehen, redetechnisch. Aber ich hoffe, es klappt noch. Ihr versteht mich noch. Wieso kommt denn... Da ist doch endlich ein Tower Defense. Den wollte ich doch haben. So, alle dabei. Und dann lass gehen. So, komm, erledigt. Es gab übrigens ein kleines Update. Ihr seht, es liegt so ein bisschen Schnee auf dem Symbol und so weiter und so fort. Ganz cool gemacht. Aber das ist halt ja eher so das Übliche. Das kennen wir ja so. Panzer. The Big One. Dahin. Elektrotyp mal dahin. Ah, und jetzt haben wir kein Geld mehr. Okay, dann lassen wir das mal starten. Und machen 1,5-fache Geschwindigkeit. Das dauert sonst wirklich zu lange. 7 Runden werden es sein. Ah, halt. Ich muss die natürlich auch hinstellen. Die stand da oben jetzt, das war natürlich blöde. Aber es ist noch nichts passiert, noch nichts verloren, Gott sei Dank. Schwein gehabt. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal Gold sammeln, um die restlichen Helden noch freizuschalten. Ist natürlich am Anfang immer so ein bisschen langwierig bei diesen ganzen kleinen Pisselviechern, bis man dann wirklich das bekommen hat. Ich kann mal gucken, kann ich die Truhen freiklicken da oben? Da passiert irgendwie nie was, wenn ich auf diese Truppen, auf die Truhen klicke. Ich weiß nicht genau, was mir das dann im Endeffekt zu bedeuten hat. Wo? Ihn können wir schon mal zünden. Ah, jetzt kann ich den nur da nehmen. Scheiße, der hat nicht groß genug die Reichweite gehabt, leider. Es war ein bisschen blöd, hätte ich noch warten können, aber im Endeffekt auch egal, weil die kleinen Viecher eh noch weiterlaufen. Haben wir die schon mal erledigt. Jetzt kann ich den nächsten absetzen. Ja gut,
gut, hier mit diesem einen Pfeil da jetzt auf einen so ein Viech zu schießen, das macht eh nicht so viel Sinn. Dann ist das zwar down, aber das hätten wir auch so gekriegt. Aber man muss es ja nutzen, so. Besser wäre, wir kriegen die anderen so. Truhe, passiert wieder nichts mit. Kein Plan, kein Plan. So, einen können wir noch absetzen. Den setzen wir mal hier hin. Da müssen eh alle dran vorbei. Den Marilyn. Ich sage immer den, aber das ist ja eine die. Marilyn, denke ich mal. Sieht zumindest sehr weiblich aus, das Viech. So, wie geht's denn jetzt weiter? Wir müssen erstmal hier. Das ist 1,5-fach und dauert trotzdem noch ziemlich lange. Irgendwie habe ich das Gefühl, aber gut, das werden wir schon irgendwie noch über die Bühne bekommen. Ah, ich hätte Kollege Bomberman hier vorne ein bisschen weiter hinten hinsetzen müssen. Dann hätte er mehr XP bekommen. So, das ist jetzt gut. Den können wir jetzt mal schön da reinziehen. Und dann haben wir Flächenschaden vom Allerfeinsten hier. Botz. Und Elektronika, den machen wir jetzt mal ein bisschen höher. Ach, jetzt habe ich die gezündet, ich Holzkopf. Ich wollte, ja. Egal, kriegen wenigstens alle ein bisschen Power dabei. Ist auch nicht verkehrt, das war zwar jetzt verschenkt, das Fass klicken wir... Oh, das ist zu spät, okay. Ich weiß nicht, was mir diese Truhe bringt, wenn ich hier anklicke. Bisher ist da nie was rausgekommen, keine Ahnung. Runde 6 von 7 sind wir jetzt auch schon. Das heißt, wir haben das, glaube ich, schon ganz gut im Griff. Schießen aber noch rein in die Menge. Und, keine großen Schäden bisher zu verzeichnen. Das sieht alles ganz gut aus, den können wir nochmal verbessern. Und ich denke mal, dann läuft das, so. Letzte eingehende Feindwelle. Na, gucken, was jetzt noch so kommt. Die können wir noch zünden hier unten. Elektromensch ist auch schon wieder schwer am Abgehen. Und es nimmt mir bitte nicht übel, wenn ich die Namen nicht alle genau weiß. Ich habe es ungefähr bestimmt jetzt schon 3 Stunden gezockt oder noch länger. Keine Ahnung, 4 Stunden insgesamt. Ich mache halt immer jeden Tag mal so ein bisschen. Aber ich kann euch absolut nicht verraten, wie. Also ich kann es mir nicht mehr. Ich kann mir aber einfach keine Namen merken. Das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, weil ich. Weiß einfach, ich kann mir niemals irgendwelche Namen merken. Die könnten jetzt auch Hans und Franz heißen, die Viecher, aber ich wüsste es trotzdem nicht. Deswegen nehmt mir das bitte nicht übel. Entschuldigung, muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Ein bisschen trockenen Hals. Und wie gesagt, wir würden jetzt, uns jetzt hier nicht an den Namen aufgeilen. Aber wir wissen ja ungefähr, was alle können mit Flächenschaden. Diese beiden hier und verteidigen hier hinten. Und das klappt auch eigentlich bisher ganz gut. Wir haben diese Welle jetzt auch gleich überstanden, würde ich mal sagen. Jetzt zünden wir nochmal. Jetzt können wir hier noch ein bisschen verbessern. Ist im Endeffekt egal, weil wir das jetzt eh geschafft haben. Wenn die 3 kleinen Klötzchen, der 4 sind es jetzt, 5. Ja, wir werden ja natürlich immer noch mehr, wenn die sich verteilen. Wenn die kaputt sind, dann dürfte es doch, da kommt irgendwann mal was aus diesen Sachen raus, wenn ich aufklicke, nein. Dürfte es ja jetzt geschafft sein. So, letzte Runde ist rum. Es ist late. Wir haben gewonnen. Sieg 3 Sterne. 3 Sterne. Und kriegen neue XP und neues Gedöns und können unsere Helden noch ein bisschen verbessern. Und natürlich wieder Diamanten. Das ist auch ganz wichtig, damit wir das schaffen. So, ich würde sagen, komm, eine Bonusrunde hänge ich noch hinten dran. Eigentlich wären wir jetzt so gut wie durch, würde ich sagen. Aber komm, was soll's, eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde können wir noch die nächste Runde gehen. Rückwärts. So. Das Ganze lassen wir jetzt auch nochmal... Aber mal mit doppelter Geschwindigkeit durchlaufen, das dürfte ja nicht so schwer werden. Oh, da verpasse ich natürlich hier zu ziehen teilweise, aber das kriegen wir schon. Oh ja. Krass, guck mal, wie es abgeht. Aber das ist, na, das ist ja doof mit doppelter Geschwindigkeit. Das ist ja langweilig, da sieht man ja gar nichts. Oh, schieß. Oh, ist das auch noch ein Gegner? Krass, ist jetzt schon einer gestorben von uns hier, der kleine Kollege. Vielleicht hätte ich doch nicht so schnell machen sollen. Aber das... sollte noch zu schaffen sein, den er zerrissen, jawohl. Oh, Runde 3 von 3, schon fertig? Ja, meine Freunde, das war erstmal Magic Rush Heroes. Vielleicht werde ich nochmal weitermachen. Erstmal hatten wir so 3 Folgen eingeplant, die haben wir jetzt gehabt. Und, ja, wie gesagt, Spiel könnt ihr euch runterladen, Link in der Beschreibung. Ich finde, es ist ganz lustig, wenn man einmal ein bisschen durchgeblickt hat, das muss man am Anfang einmal verstehen. Aber ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Und dann sehen wir uns demnächst bei anderen Projekten wieder. Bis dahin, danke fürs Zugucken, macht's gut und tschüss.